Also irgendwas scheine ich. Ah, doch, hier ist es. Ah ja, hier kann man den Jungle Key craften. Jetzt können wir mit euch craften. Okay, das gibt's erst später. Können wir eigentlich die schon bauen? Wohl, ob der noch Sinn macht. Korallrüstung. Ja, das hätte man uns wissen, der Rüstung, aber sonst. Crab stuff. Schau sogar in die Deichkiste. Ja, wieso? Kann man eins davon weiter craften, nicht, oder? Wieso, die sind alle Material. Schau rein. Was? Okay, das Ding lügt. So, ich habe jetzt 41 Rüstung. Oh, die Waffe ist ja sogar. Anders hinsetzen. Oh, heute ist der Wäschtag. Das geht, ist ja eigentlich eine bessere. Nö. Wahrscheinlich macht die deswegen Range Damage. Ach Mensch. Warum ändert man wieder schon die Damage Art von Waffen, die Standard sind? Ist das stark, ich denke ich nie dran.
So, hier kann man, glaube ich, ein paar verkaufen. Genau, wir brauchen nicht drei Eier auf Cthulhu-Masken. Wir haben zweimal die gleiche tote Maske. Und hier auch. Jede Maske einmal reicht. Kannst du mal in der Expertkiste noch auf ein Zeug wegschmeißen? Verkaufen. Ja. Verkaufen trifft's eher. Eine Skycrate. Wow. Im Himmel gibt's Crates. Ich hoffe, wir haben schon eine Crate-Kiste. Oh mein Gott, Explosive Bunny, der arme Hase. Naja, kennst du das nicht? Wirft man das? Ja, du Mann. Vielleicht sollten wir uns für den Jellyfish Tränke besorgen. Mindestens Iron Skin und Swiftness. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Ob man das... Wie kam es dir denn das letzte Mal vor? Hast du nicht den Eindruck gehabt, man bräuchte vielleicht noch... Also ich habe ihn halb umgebracht, ja. Na gut. Dann nehme nur ich Tränke mit. Hast du das Spawn-Item dabei? Lol, eine Bone-Rüstung. Spawn-Item? Nein, das habe ich nicht in meinem Winter. Okay. Es gibt eine. Es gibt später eine Kombinationsrüstung aus der Necro- und der Fossilrüstung. Cool. Ja, stimmt. Ich gehe schon mal hoch und warte auf. Bone-Rang. Ein Bone-Bumerang. Mithril an will. Achso, okay, das ist alles später Zeug. Ah, das kann man in der Botlayer stellen. Increase the Alchemistic Damage. Oh, okay. Doom Key. Summon the Skeletron. Achso, einfach eine einfache Weg, Skeletron zu beschwören. Da muss man kein Clovio umbringen. Okay, also ich wäre soweit. Ich hoffe, das ist. Ich hoffe, das klappt so. Davon haben wir noch nicht genug. Devil Forge. Ah, den kann man hier bauen. Da brauchen wir mehr von denen. Hm. Ich würde sagen, ich muss auf jeden Fall wieder anfangen, eine Art Müllkiste zu eröffnen. Werde ich mir später wieder Zeug holen und Mülleimer bauen. Aber es gibt, glaube ich, schon ein paar Gegenstände, die Monster droppen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil die Waffen nicht besser sind oder... ja. Nicht wirklich sinnvoll. Gut, wir können jederzeit anfangen, denke ich. Worauf wartest du? Was? Ich hab's nicht. Ich hab nicht gesagt, dass ich's habe. Du bist näher dran, du. Weißt du, du hast vorhin gefragt, ob ich's habe. Ich hab Nein gesagt. Warum hast du es denn dann nicht aus der Kiste genommen? Weil ich oben schon gewartet habe. Nein, du warst zu dem Zeitpunkt noch definitiv neben mir. Ich bin nur gerade hinterhergelaufen. Ich war gerade nur unten, damit mein Minion wieder refreshed wird. Kannst du mir sagen, warum dein Geist mir hinterherfliegt? Nee, kann ich eigentlich nicht, aber jetzt ist er weg. Es macht wieder Schleimregen. Ah.
Ja, besser so. Slimes stören uns weniger als die Jellies, die er spawnt. Und so haben sie weniger Platz zu spawnen. Hahaha, nein. Mach den Slime-Ring erstmal weg. Ja, dann mach ihn weg. Mir auch egal. Kommst du dann? Ja, ich muss die Slimes doch töten! Achso, du willst... Du verstehst nicht ganz, was Slime-Ring wegmachen heißt, kann das sein? Na gut, dann eben so. Ist ja egal, wir haben hier keine Zeit, um den in dem Fall zu töten. Und vor allem die Slimes droppen Potions, Swiftness. Vielleicht kriege ich einen Eibelskin daraus. Ja, das siehst du ihm an, weil es in ihm drin ist. Warum fliegt der Lampengeist zu mir? Sieht das für dich auch so aus? Keine Ahnung, ja, der will die ganze Zeit bei dir bleiben. Ich verstehe nicht, was der will. Lampengeist sein. Eine Frage, in welche Klasse würdest du diese Apien-Dinger, mit denen wir rumschmeißen, einordnen? Vampire Knight. Ich weiß nicht, ob es genug Waffen in dem Spiel gibt, dass man über Vampire Knife eine eigene Klasse machen kann, aber gut. Nahkampf andere. Ja, es ist Nahkampf also einsortiert, aber es ist halt keine wirkliche Klasse, eigentlich. Vor allem die Dinger machen keinen Nahkampfschaden, das ist glaube ich das Bescheuerste an denen. Das heißt, wir können eigentlich einen Ranger irgendwie. Aber Ranger hat eigentlich keine richtige Kategorie für sowas. Weil Ranger einfach sowas gar nicht hat. Weißt du, ich glaube, wenn wir die Vampire Knives finden, haben die wahrscheinlich am Ende auch noch Range Damage. Der Kampf läuft jedenfalls gut. Ich werde bald wieder. Am PC sein, dann kann ich mithelfen. Was? Warum? Wir sind in der Aufnahme. Warum machst du das immer in Aufnahmen? Das hat nichts mit der Aufnahme zu tun, sondern damit, dass du jetzt den Slime-Regen machen wolltest. Da werde ich doch jetzt hier nicht mithelfen. Ich stand nur da und habe Slimes getötet. Und ich habe sogar beim König mitgeholfen. Ja, aber was zur Hölle machst du denn dann, wenn du hier nicht mithilfst? Ich spiele gerade am Handy. Läuft. Ja, Fire Emblem. Okay, los geht's. Das ist eine Treasure Bag für mich. Wunderbar. Ja, die droppen Treasure Bags. Das ist üblich, dass Gegner das tun. So, wir können gehen. Hä, warum ist der meinem Handy denn jetzt schon wieder fertig? Mein Handy hat doch gar nicht vibriert. Ich habe mir doch eigentlich einen Timer gestellt. Der war. Warum ist der nicht an? Ich habe auf Start gedrückt! Hast du nicht. Definitiv. Das Ding hat, glaube ich, manchmal irgendwelche Glitches. Nein, du hast nicht auf Start gedrückt. Glaubst du nicht, dass es möglich ist, dass die Uhr einfach abgeschmiert ist? Nein, du hast einfach nur nicht auf Start gedrückt. Das funktioniert immer. Das glaube ich aber nicht. Dennis, du machst auch ständig diese dumme Argumentation, dass ja alles immer geht und es mein eigener Fehler ist. Genau das habe ich gerade bei dir gemacht und ist dir was aufgefallen, das regt dich auf. Merk dir das mal für die Zukunft. Das ist ein Forest Spirit. Und wolltest du nicht Part wechseln und dann den Gegner rufen? Ja, wollte ich. Also bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss. So, willkommen zurück zu Terraria. Na, willkommen. Start. Auch der kein Tag Nacht oder so? Nein, vollkommen egal, überall. Okay, das ist aber dann ein sehr flexibler Jellyfish. Ist auf jeden Fall nicht so schnell wie unser Fisch.
Ja, so kann der Kampf. Au! Gerne. Nein, doch nicht so gerne. Ah, nee, bleib ruhig vor mir. Stört mich jetzt nicht. Au! Das ist jetzt zu weit für meinen Angriff. Aber was ist das denn für ein Elektro-Ding? Ja, das ist das Ding, wo die Schüsse rauskommen. Ich hüpfe gerade. Über. WTF. Au! Mann! Warte mal. Scheißdreck. Ich nehme das Obsidian-Schild. Knockback ist echt scheiße hier. Ja, Knockback ist immer noch das Schlimmste im ganzen Spiel. Noch ein Treffer nicht. Warte, was? Mich hat doch gerade nichts getroffen. Also er hat gerade auf jeden Fall so ein Elektro-Ding gemacht. Weiß nicht, hat dich das erwischt? Schon! Aber da war gerade keins mehr. Und die kleinen Teile, denen weiche ich aus, indem ich immer dazwischen hüpfe. So gut es geht. Ich hoffe, für dich liegt der Treasureback da. Verarsch mich, der ist doch nicht tot. Ich kann's dir sagen, wenn ich in 30 Sekunden wieder gespawnt bin, die ersten 30 Sekunden. Hilfe! Hier sind noch so viele Schüsse von denen! Boah, na also! Ich frag mich ja, wie du das überlebst, aber gut. So, ich hoffe, du hast einen eingesammelt. Ja, hab ich. Okay, gut. Ah! Schön. Bogen. Enchanted Hourglass. Enchanted Hourglass? Hä? Was macht das? Da steht ein Enchanted Hourglass Expert dran, da steht irgendwie keine Beschreibung. Drück drauf. Es heilt dich alle 20 Sekunden um 30 Leben. Ach so, habe ich jetzt einen Debuff oder wie? Ah, okay. Ja, kann ich das über Haar auch benutzen oder so? Oder muss ich das wirklich manuell machen? Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre was Eigenes. Weber kann man noch Tränke nehmen und das nebenbei benutzen. Also es ist gar nicht mal so unnütz. Ja, aber muss ich immer dran denken, das zu benutzen, wenn ich das nicht mit H oder so machen kann. Solltest du halt in der Leiste haben. So, jetzt ist der Arsch auch tot. Das Einzige, was er gedroppt hat, ist eine verdammte Maske. Nein, er hat mir das hier gegeben. Was? Das hier. Ja, logisch, zwei Und Sachen. Und das hier. Drei. Wo ist denn da die Logik, Mann? Also Tremor ist echt scheiße. Das ist eine verfickte Random Drop Shots. Fertig. Das ist nicht so, du bekommst 100%. Nein, du bekommst einfach alles random. Ja, aber normalerweise, weißt du, wie Terraria das normalerweise macht? Vier Items, je 25%, eins kriegst du mindestens. Ja, aber das machen die nicht bei jedem Bossgegner so. Und hier ist es absoluter Scheiß. Das ist einfach random. Heißt, soll ich dir mal vorlesen, was der hier steht? Stormblade 33%, Sticky Flail 33%, ja. Poseidon 33%, ja. Volt Tome 33%, Jellyfish Staff 33%. Das sind fünf Items mit 33%. Du hast drei davon gekriegt. Wo ist da der Sinn? Ganz einfach. Da steht im Code so drin: Main Random Next von 1 bis 3, also dass quasi von 0 bis 3 Nummern generiert werden. Das ist ja der 33%, wenn ich mich gerade richtig entsinne. Und das steht für jedes Item separat drin. Also ist für jedes Item diese Chance separat. Also kann man theoretisch Glück haben, dass man alle gleichzeitig kriegt. Oder Pech, dass man gar nichts kriegt. Das ist möglich. Im Singleplayer würde ich das entschieden. Ninja Rüstung. Warum denn? Du brauchst du es überhaupt? Ja, die sind nicht schlecht, oder? Schau doch mal auf die Damage-Werte. Also der hier hat 28, aber der hat doch plus 9 Damage. Kann ich mal Blue Moon wegstecken. Meiner hat 31. Das Spell Tom, es hat 31, das ist auch nicht schlecht. Ja, du hast jetzt den stärksten Zauber von uns. Weil ich habe den da noch. Ich habe aber auch das hier. Ja, Flamelish interessiert mich nicht. So, Ninja-Rüstung habe ich schon fertig, die werde ich jetzt verkaufen. Und die habe ich auch fertig, verkaufen auch. Den Rest... Warte, das kann ich auch noch verkaufen. Und den auch noch.
So, und ich habe jetzt zum ersten Mal den Mount bekommen von dem Gegner. Was für ein Mount? Von dem Schleim. Ach so, ja, der ist ein Pü. Pack ihn mal in Petskiste. Was? Du benutzt den nicht? Wo ist die Petskiste? Irgendwo in der Nähe der Sperrkiste. GG. Muss ich halt wechseln. So, der Bogen ist auf jeden Fall ein Upgrade für meinen Bogen, das ist auch nicht schlecht. Ja, siehst du, das sind doch alles gute Sachen. Weil das nur das Slime gar nicht verkaufen will. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Okay, ich muss gleich mal testen, ob ich das Ding auch mit H nutzen kann. So, als nächstes kommt die Queen Bee, weil wir für die anderen, naja, mehr Glück brauchen. Man kann das nicht mit H, bin ja geil. Ich habe da oben aber eigentlich gar keinen Slot, um das Ding da reinzuputten. Echt nicht? Was hast du da alles? Ich hab lauter Waffen bei! Benutzt halt nicht 10 verschiedene, das ist doch kein Sinn. Oh. Bin ein Waffen-User. Use viele Waffen. Jetzt in eine Ruine. Okay. In die nächstgelegene, die ich kenne. Einfach die Pyramide runter und da ist sie dann schon. Dann hoffe ich, dass der Ruinengeist kommt. Und zwar mehr als einmal. Geister! Geister! Also öfters als nur alle 10.000 Jahre. Geister! Natürlich kein einziger da, so viel dazu. Hier bräuchten wir echt blaue Laternen. Das wäre vielleicht hilfreich, wer weiß. So, mal schauen. Brauche ich mehr als Eisenbahn, um einen Mülleimer zu bauen? Nein. Jut. Wo soll ich den jetzt hinstellen? Einfach hier. Ich schau einfach mal hier hin.